Da kommen immer mehr. Alles bereit. Kein Problem. Da muss ich echt da reinfahren oder was? Einheit wird angegriffen. Ui, da ist es, da ist es, da ist es. Alles da drauf. Das ist ihr Bau, wo dann ganz viele Gebäude kommen. Stealth-Einheit geortet. Das ist unschön, das darf nicht überleben. Wo ist mein Ingenieur? Der soll erstmal hier bleiben. Das muss unbedingt noch erledigt werden, das ist ganz wichtig, bevor sie es aufbaut. Ui, Schwein gehabt. Da baut sich so dermaßen viel an Basis auf. Ja, Sir. Kommt mal zurück hier. Könnt ihr jetzt mal bitte hier ein bisschen was erledigen? Das wäre schon cool. Ich glaube, ich brauche einmal mehr Verstärkung. Unaufhaltsam. Unbesiegbar. Was die da alles bringen, ey. Noch Trägerschiffe, yay. Herrlich. Ich will dann nur hier... Oh. Bisschen Basis einnehmen von euch, aber scheinbar wollen sie mich das nicht lassen. Zack. Wie das auch noch doppelt geschützt ist. Verstärkung, wo bleibst du? Wie ich auch nie Juggernauts benutze. Aber die sind auch sau teuer und unnütz. Hui, ist das spaßig. So, einer weniger. Da guckt er blöd. Los geht's. Ja, Sir. Alles da drauf. Greif an. War da nicht was hier unten gerade oder war das nur so ein Funke, der übergesprungen ist? Ich möchte doch nur dieses Teil einnehmen. Hätte ich fast dieses hier rüberfliegende Teil sich aufbauen lassen sollen, das hätte ich leichter einnehmen können, glaube ich. Das wäre ein bisschen näher bei mir gewesen. Erstmal das in der Luft, das ist am gefährlichsten. Nicht vergessen, immer erst in die Luft. Dankeschön. So, jetzt vielleicht, wie viele Einheiten ich hier gerade verloren habe durch diese eine Aktion. Schon heftig. So, oh, das war der falsche. Du, zurück. Bin ihr her. Ja, Sir. Mammut, Einsatzbereit. Du zurück. Ich komme. Du her. Ingenieur. Alles bereit. Da rein. Da. Völlige Danke. Überlegenheit. Müssen wir endlich mal schaffen. Ja, die können auch noch zurück. Unaufhaltsam. Wir wollen ja ein paar Einheiten noch am Leben erhalten. Und gleich ist er da. Mal gucken, vielleicht kann ich dann gescheite Trägerschiffe und so bauen, das wäre grandiose. Überrenne ich Nord mal richtig. Mit ganz vielen Lufteinheiten. Feindliche Einheiten in Sicht. Nein! Unzureichende Mittel. Meine Befehle, nähere mich. Einheit wird angegriffen. So, speichere ich nochmal. Mal sehen, was passiert. Sam 17.5. Und. Da kann ich den Raffinerien bauen, schön beim blauen Tiberium. Komm, geh einfach rein. Gebäude eingenommen. Neue Bau. Yay! Wird gebaut. Feindliche Stützpunkte. Ja, Extraktor. Bereit. Du gehst am besten auch wieder zurück. Ich komme. Mammutpanzer bereit. Meine Befehle. Mammutpanzer bereit. Nord greift mich auch irgendwie gar nicht an, das ist auch irgendwie komisch. Ui, der Buzzer setzt mir zu. Oder was auch immer das war. Das ist, glaube ich, so eine Buzzer-Nest, genau. Wollte gerade sagen, Buzzer-Produktionsstätte, aber so passt das auch. Meine Befehle. Dann machen wir schnell mal kaputt. Dann stören die mich nicht mehr. Bau abgeschlossen. Komm, mach's einfach kaputt. So, das war schon ganz schnell gegen das.
So, bauen wir das am besten hier hin, da ist es ein bisschen sicherer. So. Gießerei, was ist das denn? Dumm, dass ich jetzt wieder nicht weiß, was was ist, aber in etwa kann man sich das ja vorstellen. Weil es dieselben Positionen hat wie bei den anderen Fraktionen. Das heißt, das hier ist eine Kaserne, das hier wird eine Waffenfabrik sein. Ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt da Einheiten bauen soll. Es gibt ja noch eine eigene Kampagne dazu. Oh, no, so. Mein schöner Mammutpanzer. Bams. Mammutpanzer bereit. Du sollst ja ein bisschen näher ran, du sollst ja auch repariert werden. Was denkst du, warum ich dich zurückgeschickt habe? Ganz bestimmt nicht, um dumm rumzustehen. Auf zur Front. Wo sammelt der eigentlich? Wieso verliere ich eigentlich so viel Geld, wenn ich nur Mammuts baue eigentlich? Wahrscheinlich, weil hier wieder keiner gescheit sammelt. Bau abgeschlossen. Der steht da rum und macht nix, yo. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Kehren zur Andockstation zurück. Ja, jetzt plötzlich. Ich muss noch ein paar Sammler bauen. Bau unterbrochen. So ein bisschen mal ein paar mehr. Warum halt holst du kein Blaues? Er traut sich nicht, weil da der Feind so nah ist. Ich würde auch eigentlich gern lieber zuerst Nord vernichten. Denn die Aliens sind ja das Hauptziel sozusagen. Unbesiegbar. Los geht's. Dann würde ich sagen, behalte ich die hier als Verteidigung. Auf zum Tiberium. Bau auch noch ein bisschen rum. Ungeeigneter Bauplatz. Kann ich das jetzt eigentlich? Ja, ich kann es. Ne, kann ich nicht. Doch, kann ich. Demontieren. Abgebrochen. Zu wenig Energie. Dann schicke ich es weiter zurück. Einheit in Sicherheit. Das kann nämlich fliegen. Oha, jetzt gehen sie aber. Das war irgendwie eine Provokation scheinbar. Mammutpanzer bereit. Nicht auf die kleinen Flugzeuge gehen, auf die großen. Auf zum Tiberiumfeld. Uiuiuiui. Überrollt sie. Am besten überrollen, ja. Unbesiegbar. Brauche unbedingt noch Verstärkung, aber der eine hat es wieder nicht kapiert, dass er nah ran soll. Wieso habe ich eigentlich keinen? Ich wurde nicht angegriffen. Auf zum Tiberiumfeld. Unbesiegbar. Was für ein Spaß. Ey, lass doch meine Sachen in Ruhe hier. Mein Sammler, nein. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Tiberium. Ey, lasst mich doch in Ruhe, ihr Säcke. Neue Bauoption. Wehre mich. Ihr seid so Säcke. Zack. Sammler verloren. Nein. Dafür brauche ich ja hier genug. Auf zum Tiberiumfeld. Nein. Ihr seid doch so Drecksäcke. Jetzt greifen sie das auch noch an. Glaubst du nicht? Ich glaube, wenn ich es in der Luft gelassen hätte, dann hätten sie es irgendwie nicht angreifen können. Probieren wir direkt mal aus. Da, jetzt können sie nichts mehr machen. Auf zur Front. So. Ja, Sir. Ihr greift das an. Und ihr greift den Deppen da an. Oh, jetzt weiß ich auch, wo die herkommen. Schade, die kommen aus dem Nichts als Verstärkung. Dann muss ich mal gleich hier einen Riegel vorschieben. Gravitationsstabilisatoren. Da kommen die Lufteinheiten also her. Danke, danke. Einsatzbereit. Meine Befehle. Dann baue ich mir hier nochmal einen Extraktor, muss ja sein. Macht sie platt. Weg damit. Nie wieder Lufteinheiten hier von denen. Sind auch viel nerviger, denn Nord macht überhaupt nichts. Sie greifen nicht an, die machen überhaupt nichts. Und der steht auch nur so rum, Leute. Lader bereit machen.
Wer denkt sich, wenn Nord nichts macht, mache ich auch nichts. Oh, ich hab jetzt so einen. Hä? Wieso denn? Egal. Luke geschlossen. Ja, egal. Das ist scheinbar ein Zufallsprinzip. Unbesichtbar. Oh, das andere dürft ihr auch gerne noch zerstören. Und den baue ich irgendwie hin, wo er hinpasst. Zack. Du sammelst hier Blaues. Und wird gebaut. Mal gucken, ob ich hier schöne Trägerschiffe bauen kann. Ja, Sir. Wäre richtig cool. Unbesiegbar. Bau abgeschlossen. Bereit. Nähere mich. Irgendwie ist die Luft jetzt schon wieder raus. Sie kommen nicht mehr. Denen ist jetzt auch schon wieder alles egal. Warpsphäre, Nervenzentrum. Greifen den Feind mit seinen eigenen Waffen an, wie immer. Wie so oft. Ah, da haben sie noch einen Bau auf. Ich speichere mal. Ich habe unzureichende Mittel, obwohl ich so viele Sammler habe. Da stimmt irgendwas nicht. Da fühlt man sich schon leicht irgendwie vergackeiert. Ja, nicht diese Bombe hier benutzen. Nähere mich. Unsere Basis jetzt noch nicht. Sammler wird angegriffen. Ui, jetzt ist wieder irgendwas passiert, wo ich keine Ahnung habe, was es war. Das scheint Nord zu sein, dann sind die ganz pissig. Wird gebaut. Aber was soll's. Ja, Sir. Mir noch egal. Zack. Neue Bauoptionen. Das brauche ich noch. Ich baue einfach mal alles. Hier kann ich schon mehr Sammler bauen. Yay, ich brauche noch einen. Ausbilden. Die brauche ich nicht. Die sind nicht so dolle. Die sind cool. Annihilator. Annihilator-Tripod. Tripod. Die sind richtig gut. Ich glaube, die baue ich auch ein bisschen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Denn ich brauche Gravitationsstabilisator. Dafür brauche ich ein Nervenzentrum. Gut. So. Hat's das jetzt gebracht, Nord? Ja? Glaube nicht. Repariert alle Einheiten im Zielgebiet. Auch eine coole Sache. Völlige Überlegenheit. Kann ich ja eigentlich direkt hier drauf gehen, die scheinen sich ja nicht zu wehren. Lame. Bau abgeschlossen. So, das baue ich mal schön hier hin, weil es auch hier so schön hinpasst. Neue Bauoptionen. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Und endlich das hier. Also es ist echt das Schönste und das Beste, das Geilste an den Aliens, die Flugeinheiten. Greife an. Vor. Ich könnte jetzt echt schon die Mission hier halbwegs beenden, indem ich die Aliens vernichte. Nähere mich. Einheit wird angegriffen. So, eigentlich würde ich es gerne hier hinbauen, wo es hingehört. Passt sogar hin. Schön. Neue Bauoptionen. Thronenschiff, also Bauhof. Technologie-Sampler, Signaltransmitter. Muss ich noch einiges bauen für. Verstehe, verstehe. Baue schon mal vorsorglich Kraftwerke. Ich weiß ja, was passieren wird. Und dass du ja, wieder Sir. Nicht... ja gut, du kannst nicht, weil ich zu wenig Raffinerien habe. Das muss ja auch irgendwann geschehen. Unvermeidlich. Was passiert da? Jetzt werden sie sich ja doch nochmal. Wahnsinn. Einheit befördert. Los geht's. Da sind die Trägerschiffe. Ich dachte schon, die wären nicht aufzufinden. Da sind meines Wissens auch noch ganz viele Trägerschiffe. Die wollte ich eigentlich gar nicht alle jetzt wecken. Unbesiegbar. Deswegen gehe ich jetzt am besten einfach mal hier wieder weg. Nehme noch so ein Schiff schon mit. In den Tod. Was für ein Spaß. Vielleicht auch beide. Aber dann haue ich ganz schnell ab. Vorwärts zum Kontrollknoten. Nein! Ich habe gesagt, zurückziehen. Willst du mir widersprechen, Soldat? Was denkt er sich eigentlich? Bau abgeschlossen. Es kommt der Nord sogar noch rein. Ah, was will der Nord hier?
Witzig, die wollen mir helfen, ne? Das, ich dachte, die wollten eigentlich das behalten und gegen mich kämpfen, damit ich die Aliens nicht hindere. Aber irgendwie haben sie nicht gecheckt, was sie eigentlich wollen. Mammut, einsatzbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Zack. Neue Bauoptionen. Ui, das ist geil. Aber sonst erstmal nix. Signaltransmitter brauche ich noch, sonst kann ich keine planetare Trägerschiffe bauen, aber die kann ich schon mal bauen. Zumindest eins. Nur so, damit ich es mal hab. Und die da, endlich. Genial. So läuft es doch ganz interessant bisher. Auf zur Front. Boah, sind die angeschlagen. Ich habe doch jetzt hier auch eine Reparaturstätte, oder? Mammut rückt vor. Müsste eigentlich ausreichen. Ja, das kann es bestimmt auch. Die kennen sich auch mit irdischer Technologie aus. Wird repariert. Ui, da geht's ab. Ja, wenn Nord mit so wenig Einheiten kommt, kann es ja nicht besser ausgehen für sie. Feindliche Einheiten in Sicht. Dann kann ich irgendwann mal auch hier gegen Nord gehen. Was ist eigentlich aus der Atomrakete passiert? Die habe ich ganz vergessen. Die haben sie einmal oder zweimal auf mich abgeschossen, da haben sie ja die Raffinerie zerstört und seitdem ist sie auch inaktiv. Ey, wie lame ist das? Genau wie bei der Folgenmission mit dem Signaltransmitter. Das ist doch viel zu lasch. Einheit wird angegriffen. So, dann stellen wir hier hin. Yay. 3000, aber das ist es wert. Das ist es so wert. Das ist es total wert. Ey, was wollt ihr denn jetzt? Boah. Ich brauche Verstärkung unbedingt. Meine Befehle. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Unbedingt Verstärkung. Boah, aber ganz schnell Verstärkung. Mammutpanzer. Los geht's. Hilfe, ich glaube, die sind jetzt gerade sogar schlimmer. Meine Fresse. Schnell da weg. Feuer. Die denken schon, ich will zu ihnen, ich will gar nicht zu euch. Lasst mich doch einfach mal hier schlafen. Einheit wird angegriffen. Ich bin nur ein ganz ruhiger Schläfer. Der irgendwann erwacht, aber dann ist es zu spät. Ah. Das ist schon mal geschafft. Boah, wenn die Verstärkung gleich kommt, habe ich ein Problem. Völlige Überlegenheit, Mammutpanzer. Oh man, hoffentlich reicht die Verstärkung. Denn die Hauptarmee ist gleich am Ende. Immerhin, sie schaffen das Trägerschiff noch zu zerstören. Ja? Ja? Nein? Vielleicht? Boah, ohne die Verstärkung wäre ich aufgeschmissen. Richtig aufgeschmissen. Und sie schaffen es. Na also. Ja, Sir. Jetzt schnell auf die Deppen, ey. Die halten echt so eine Menge aus und sind so stark. Total overpowered. Ja, macht sie doch einfach platt. Genau. Ruff, überrollen. Wie wollte die überrollen? Viel zu groß. Greife an. Ein bisschen mal nachdenken, bevor man redet. Und wieso tut ihr nichts? Auf zur Front. Unbesiegbar. Passt. Auf zur Front. Bereit. Du hoch. Du runter. Und so nimmt das alles seinen Lauf. Was war das? Ah, Verstärkung. Endlich. Richtig fette Verstärkung. Und die gibt's auch gleich nochmal. Richtig schöne Verstärkung, aber die will ich eigentlich für die Nordeinheiten dann benutzen. Wieso kriege ich so wenig Geld, wenn ich eigentlich so viel Sammler habe? Weil die nicht sammeln. Boah, die sammeln alle nicht. Schick die jetzt alle mal hier sammeln. Wir kümmern uns darum. Kein Wunder, dass man kein Geld kriegt, wenn keiner sammelt. Der auch nicht? Doch, der sammelt jetzt. Er merkt, ich habe gemerkt, dass er nichts tut und dann die anderen fahren vorbei, aber er tut nichts. Lader bereit machen. Dafür wirst du jetzt ins Feindesland geschickt, zum blauen Tiberium. Obwohl hier auch einer mal sammeln konnte inzwischen wieder, aber egal.
Die Mission ist ja gar nicht so schwer. Da konnte ich mir Ingenieure bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5. 5, das hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und du bist irgendwie am falschen Gebäude. Hab ich das verwechselt oder war er einfach so dumm? Ich glaube, er war also dumm. So, jetzt bin ich gespannt. Wurmloch, Phasenfeld, Blitzturm, Schwarm, ich hab Schwarm gelesen. Tiberium Vibrationsscan, okay. Es wird nochmal spaßig, wenn ich dann die Aliens spiele. Die Kampagne. Diese geheime dritte Kampagne, die erst spielbar ist, nachdem GDI und Nord gemacht wurden. Geschafft wurden. Aber es sind nicht viele Missionen, es ist also eher so ein kleiner Gag. Aber ein sehr cooler, finde ich. Hätte ungern auf ihn verzichtet, sagen wir mal so. Hat das Spiel schon bereichert. Ey, das war das. Jetzt weiß ich, was das Upgrade zu bedeuten hat, dann warum ich gerade so wenig Geld hatte die ganze Zeit. Das war dieser doppelte Schutz. Genial. Und jetzt haben die Schiffe ja alle. Ah, ist das genial. Ah, wunderbar, man kennt es ja. Wird repariert. Ich brauche eigentlich keine Raffinerie, egal. Ich habe genug Sand. Doch, ich baue eine. Aber ich baue einen Extraktor, denn von denen habe ich noch nicht so viele. Die müssen auch irgendwo ihr Zeug abladen können. Und wenn sie keine Abladestation haben in Form einer Raffinerie oder Extraktor, dann ist es natürlich doof. So. Ja, herrlich. Aber ich kann mir schon mal ein bisschen was einverleiben. Bevor die hier noch verschwinden, die Wracks. Die sind aber sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Da sind meine Ingenieure ja die richtigen Sprinter dagegen. Seht euch mal an, wie die aussehen. Uah. Ich hasse Insekten. Was ist das denn für ein Grafikfehler hier jetzt? Mutterschiff einsetzen könnte ich. Hey. Das ist wohl der einzige Nachteil von den Typen hier. Die können keine Luft... Einheiten angreifen. Deswegen sind die Mammuts halt im Endeffekt doch die stärksten Einheiten von allen Fraktionen. Einheit geworden. Yay. Überlebt er es noch? Wäre ja schön. So, wo haben wir einen Extraktor hier hin? Ungeeigneter Bauplatz. Irgendwie. So, schnell reparieren. Sammler wird angegriffen. Und ihr kommt hier hoch. Mammut, noch sind die Wracks da. Ihr seht euch das an, es ist schon so ein cooles Gefühl, wenn man die allein sieht. Yay. Oh, das war aber stark jetzt. Ja, das ist schon besser. Aber die können so weit schießen, das ist das Geile. Das ist so richtig geil. Jetzt wieder nicht. Ja, egal. Schick den schon mal los. Vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Bevor die richtigen Einheiten kommen hier. Sturmreiter. Die haben echt so geile Luftflotte. Das ist einfach herrlich anzusehen. Ich bin ja so ein Lufttyp immer. Bei Generals werde ich auch den Luftwaffengeneral auswählen. Einsatzbereit. Wenn ich es denn mal let's play. Irgendwann bestimmt. So. Zack. Und zack. Moment, habe ich einen zu viel oder einer ist kaputt gegangen wahrscheinlich. Wenn ich das richtig sehe. Einheit geborgen. Mal sehen. Kommt er irgendwo noch rein? Nee, gerade nicht. Da musst du dich erstmal gedulden. Da kommt bestimmt noch was nach. Zack, hier runter. Ihr könnt alle wieder hoch. Schon sehr bedrohlich, wenn man so Leute sieht. Zum Glück sind die jetzt auf meiner Seite.
echt voll die Kampfmaschinen. Mammut, einsatzbereit. Ist bald noch mein erstes Trägerschiff da. Ey, das ist doch irgendwie ein Grafikfehler, oder? Eigentlich muss das nicht so komisch aussehen hier so. Drüber geschoben, hintergeschoben. Ja, ruft das Alien-Schiff auf der Schlachtfeldkarte, das kann nur an Bord vorher eine zerstörte Schockwelle ab. Das habe ich noch nie erlebt, so eine Schockwelle. Wirklich springen tut es nicht, das ist eher so ein dramatischer Effekt. Kann man auch verzichten.